Einen schönen guten Tag, liebe Androiden. Weiter geht's bei Alien Isolation. Ja, wir haben unsere Waffen endlich wieder. Oh mein Gott, ist echt ein gutes Gefühl. Holy fuck. Hey, wow. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Regnet's? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Den nehme ich gerade, ja. Steigen Sie zur Basis des Reaktors hin, ne? Wo ist das? Ah ja. Ganz am Ende natürlich. Ja, okay, aber ich habe jetzt die Möglichkeit wieder zu ballern. Das heißt, ich kann die Androiden jetzt... Ja, weil hier hast du auch keine Möglichkeit, dich zu verstecken, ne? Was willst du denn machen? Du musst dir umnieten. Juck den nicht. Okay, bevor der mich umbringt. Hältst du denn aus? Warum stirbst du nicht? Gott, die brauchen 3 Schüsse. Jetzt. Oh Gott. Ach, komm schon! Geh und fick dich, Alter. Könntest du bitte mal... Danke. Alter, das sind voll viele. Der hat schon genug kassiert. Das verbraucht wahrscheinlich meine ganze Muni, die ich habe. Wir brauchen 3 Schüsse. Mein letztes Medikit. Aber ich kann mir noch eins herstellen, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Okay, den benutzen kann ich nicht. Okay, gebt mir, was ihr habt. Mit der anderen Leiche? Die liegen halt beide übereinander. Ich weiß nicht, wen ich loote. Okay. Kann mir rein gar nichts herstellen. Muss ich vor Blitzanschlägen wahrscheinlich auch aufpassen, oder? Kommt nur da raus. Ja, ich muss aber dran vorbei. Ist egal, welche Richtung ich gehe, links oder rechts, ist Pumpe. Das passiert immer nur bei einem. Geh okay, schnell. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Okay, das war wild. Oh nein. Oh nein. Oh, bitte, ja, eben. Oh, bitte nicht. Ey, guck mal das Zeug hier an. Da ist das Alien, hat sich hier irgendwo eingenistet und... Ricardo, sie sind alle hier. Wer?
eingesponnen. Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Ich habe meinen Flammenwerfer nicht. Für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Vernichten Sie das Nest. Es sieht saugeil gemacht aus. Ich find's absolut genial. Aber holy fuck, geht mir jetzt gerade die Pumpe. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Denke. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt mit einer Waffe in die Flucht schlagen kann. Bindemittel. Fuckity fuck. Da wieder eine Station zu sprengen. Und da gefühlt jeder Alien-Film damit endet, dass ein Alien ins Weltraum gepustet wird. Mal gucken, wie das jetzt hier endet. Ja, am Ende habe ich es mit mehreren Aliens zu tun. Die Brust offen. Käse. Aber wo kommen die Eier her? Die muss doch eine Königin legen. War ja keine Königin, das Alien, gegen das wir ja, die Flucht angetreten haben. Besser, gell? Getötet? Der Flammenwerfer, endlich. Gott. Herstellen. Na gut. Das Schiff wird in genau 10 Minuten gesprengt. Die ganze Zeit irgendwas, das macht mich wahnsinnig. Die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas herstellen kann, damit ich die Sachen mitnehmen kann, aber nee. Kein Fall. Okay, und jetzt? Beladen Sie den Alpha-Kern. Ah, hier.
Beladen Sie den Beta-Kern. Funkstille, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Bin sprachlos. Alter, was ist hier los? Zentralenreaktor. Sachen, aber die kann ich nicht mitnehmen. Kann ich noch irgendwas herstellen, please. EMP-Mine, das bringt mir halt gerade nichts. Geräuschmacher wäre super. Fuck. Nein! Ey, das ist so richtig Hasohn wieder. Will mir gerade was herstellen, dann kommt dieser Huhnsohn. Wow, ich hab dich nicht vermisst. So gar nicht. Geh einfach sterben. Ich sterbe und halt zum Maul. Steht's nämlich. What? Wieder schreckt nicht mehr davor zurück. Der ist immun gegen Feuer oder was? Das ist unfair. Geh scheißen, Mann. Eigentlich muss ich auch gar nicht in diesen Gang hier rein. Völlig sinnlos. Mal gerne, wo ich bin. Hier kann man irgendwie rein? Oder was? Ach, hier. Hier kann man durch. Gehört. Oh mein Gott.
War das? Alter, hier sind gefühlt 1000 Signale. Das Ding dreht komplett durch gerade. Das hat alles keinen Zweck. Okay, ich muss weiter. Die Leine. Es sind doch mehr. Kein Strom, ey. Sie machen es mir auch nicht gerade einfach. Mir geht langsam auch die Munition aus. Das ist das Einzige, was sie in die Flucht schlagen kann. Und ein Molotow-Cocktail halt. Also vor Feuer haben sie Angst, aber Schusswaffen interessiert sie nicht. Mit Molotow-Cocktail her. Einfach weil es mal eine einzige Chance ist, falls der Flamme verlierst. Ein Strom, ey. Die sind hier überall. Wo kann ich den Strom herstellen? Das ist die Frage. Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Ich muss zurück. Ich muss diesen Gang entlang. Die lungern hier die ganze Zeit jetzt rum. Irgendwas tun. Okay, ich werde versuchen, zum Strom zu gelangen. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und bin gleich wieder da. Versuchen wir unser Glück. Okay, muss kurz einen Break machen. So, da wollte die Katze kurz raus. Das ist eine Sackgasse. Ja, großartig. Ich habe gedacht, hier komme ich weiter. Komm schon. Yes. Mein Fortschritt wurde gespeichert. Okay. Hier lang. Oh yeah. Ja, mir geht langsam wirklich die Munition aus. Wieder eine Falle. Wo muss ich denn hin, sag mal? Also die reinste Tortur hier. Der Melder bringt mir halt nur so viel, dass er mir anzeigt,
beziehungsweise ein Geräusch macht, wenn es Alien in der Nähe ist. Problem in der Geschichte ist, hier sind überall jetzt Signale. Soll ich denn da hoch? Geht gar nicht. Das ist eine Sackgasse hier. Ich denn dann hin? Da muss es ja irgendwie einen Weg dahin geben, vom Umleiten. Oder war ich schon richtig gerade? I'm not sure. Die ganze auf die Karte, ich depp. Hallo. Ich werde immer was Riskantes probieren. Hier war doch so ein Generator-Dingsi, oder? Oh Gott, hier durch. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Das ist wirklich das Endgame hier. Ich nehme mich zurück. Auch wenn es vielleicht nicht mehr viel bringt, kann ich vielleicht trotzdem versuchen, das Alien irgendwie abzulenken. Das ist halt überall. Sounddesign ist mal wieder so geil in diesem Spiel. Ja, falls jetzt was passiert, ist nicht schlimm. Ich habe gespeichert. Muss ich hier irgendwas machen? Weil dieses Ding da so präsent ist. Nee. Man kann es hier durch die Scheibe so leicht sehen wahrscheinlich, ne? Da ist mein Freund. Vielleicht hier rum. Muss ehrlich nur noch an diese Tastatur da vorne und den Schalter umlegen, dann war's das. Also ich glaube noch ein, zwei Schritte und dann hab ich's. Er ist weg. Fuck ja. Aber vorher wird nochmal gespeichert.
Okay, und jetzt? Oh nein, den Weg wieder zurück. Das ist ja grauenvoll. Das ist halt echt so, boah, durch diesen Gang. Hättest du öfter auf die Karte gucken müssen. Was? Yep. Vor allem die Pistole oder der, die Shotgun. Und zu viel Lärm. Der Facehugger. Boah, du Lump. Ist das der Ausgang? Na, fast. Kann ich auch noch eine Speichermöglichkeit? Was? Oh mein Gott! Ich höre ihn gerade. Ist hier richtig? Nein. Okay, darunter. Gott! Kackel dich ab, du Sau. Oh, scheiße, Mann. Oh Gott. Vorsicht geboten, Reaktorwartung durchquert, ohne zu sterben. Wow, ich hab's geschafft. Da gibt's sogar ein Achievement für. Ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Okay, was soll ich tun? Ach, die! Ah, okay, jetzt verstehe ich. Super, und da sind nur noch zwei Androiden da unterwegs. Überlade ich das? Ein Bolzenschuss und die sind tot. Okay, das ist cool. Braucht aber eine Zeit, bis es sich auflädt, ne? Oh, scheiße. Das war nicht gut. Natürlich, was auch sonst. Geh scheißen, Alter. Doch einkreisen müssen, ne? Jawohl. Sie auch als wackeln muss.
Yes. Hä? Ach so, das war's schon. Mist, verkackt. Okay, und jetzt? Achso, das muss ich bei allen machen. Quatsch. Habe ich noch was, um mich zu heilen? Nee. Also ja, habe ich noch, aber ich stelle mir trotzdem noch was her. Für den Fall der Fälle. Was? Hä? Eingabe? Dadurch, dass alles wackelt, ist das so richtig. Okay, geschafft. Okay. Als darf ich den Schalter umlegen, oder wie? Yeah. Ups. Nicht schon wieder. Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Oh Gott, da kommen voll viele von denen. Muss ich beeilen, bevor die hier sind. Was nun? Jetzt muss ich weg. Na super. Bin ich von beiden Seiten oder was, um mich einzukesseln? Chaos. Komm schon. Oh, der Sound, den kenne ich. Hä? Was ist mit der scheiß Tür? Wir sind zwar schon am Ende der Folge, aber ich habe so das Gefühl, wir sind gleich am Ende. Mal abwarten. Okay, ab nach unten. Yes. Okay. Was? Nach oben drücken? Hä? Was soll ich da eingeben? Zahlenreihenfolge da irgendwie stimmen?
Leiten Sie die Säuberung mit nach oben, nach unten ein. Hä? Ich sehe gerade nicht, wo mir verlangt wird. Die noch ständig die gleichen Zahlen. Hä? Okay, ich mach das Offscreen bis gleich. Okay, irgendwie hat's geklappt. Aber keine Ahnung, was ich hier machen muss. Es gibt zwei Monitore. Jetzt. Ich habe einfach random gedrückt. Ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Okay, let's go. Oh, Scheiße! Oh Gott, mach die Tür auf! Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Gott. Okay, es ist noch nicht vorbei. Das Nest wurde zerstört. Aber jetzt haben wir es mit mehreren Aliens zu tun. Das ist natürlich relativ kacke. Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen, sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Ja toll, nochmal zur Krankenstation. Wundervoll. Jetzt habe ich da Lust drauf. Nicht. Okay. Das ist zwar nicht der Weg dahin, aber haben wir einen Shortcut geöffnet. Oh, hier war ich schon. Hier gab's Speichermöglichkeit, höre ich gerade. Die war oben, glaube ich, ne? Okay. Wir nehmen alles mit, was hier liegt. Wir werden alles gebrauchen können. Ich gehe nämlich jetzt nochmal die Gänge ab, bevor wir dann zurückfahren oder sonst irgendetwas tun. Und dann werden wir speichern und dann werden wir die Folge beenden. Ah, Sensor. Eine Rohrbombe kann ich mir wieder herstellen, das ist gut. Kann ich gebrauchen. Ich will das Alien nicht umbringen, aber auf jeden Fall lassen die Flucht schlagen. Die Sequenz mit dem Nest, die war eklig. Gott. Alles leer. Ah, hier kann gespeichert werden. Das ist hervorragend. Das finde ich gut. Machen wir das direkt. Alright, Freunde. Das war's erstmal von dieser etwas längeren Episode von Alien Isolation. Aber wir haben das Nest zerstört hier auf der Sevastopol-Station. Und da nun die Systeme zurückgesetzt werden, wie Ricardo hieß er, glaube ich, gesagt hat, können wir einen Funkspruch absetzen und dass die das Flugschiff von Verlaine uns holt. Ja? Dass sie uns hier rausbringen, wir dann am Ende irgendwie schaffen können, die Sevastopol-Station sogar zu sprengen. Dass hier alles in die Luft fliegt und die ganzen Aliens damit über Bord gehen und drauf gehen. Naja, mal gucken, ob das gelingen wird. Ich bin gespannt. Es bleibt weiterhin Nervenkitzel pur mit diesem Spiel. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation.